nämlich 25 Jahre Direktvertrieb, im Prinzip Network Marketing in Hallo und herzlich willkommen. Wir starten in den Business Vlog Ausgabe 119 hinein und wir haben heute Montag, den 24. April. Heute wieder herrliches Frühlingswetter. Wir haben knapp 20 Grad. Ich sitze wieder draußen an der Feuerstelle und ich habe mir gerade wieder die Sträucher angeschaut. Also der Temperatursturz von letzter Woche hat den Sträuchern hier bei mir im Garten nicht wirklich gut getan. Also bei dem sieht man auch genau, die Blätter sind jetzt da komplett verdorrt. Das heißt, es trocknet aus. Auch dieser schöne rote Baum, der bei mir jetzt da vorne ist, ja, hat es leider auch nicht überstanden. Das heißt, er wird die ganzen Blätter verlieren. Aber im letzten Jahr war es ja auch so und über den Sommer ist dann alles wieder im Prinzip nachgewachsen, haben die Triebe wieder angetrieben. Ja. Also das hat leider nicht gut funktioniert und ich war heute auch schon fleißig im Garten, nämlich hinten beim Carport habe ich die Sträucher geschnitten, laubgerecht und das war im Prinzip meine Outdoor-Challenge heute neben dem Daily Business. Was war sonst heute noch? Jetzt am Wochenende war auch sehr viel zu tun. Am Samstag war das allererste Live Green Startup Meeting bei uns im Headquarter in Wagner unten. Wir haben insgesamt 11 Personen gehabt, also Teilnehmer gehabt bei diesem Startup Meeting, diese zukünftigen Face-to-Face-Marketer. 3 Schulungseinheiten habe ich gemacht und was mir extrem taugt, das ist genau meins. Also Schulungen machen, Präsentationen zu entwickeln, Vertrieb aufzubauen, Leute zu motivieren, zu begeistern, zum Lachen zu bringen und dann wirklich nachhaltig etwas bewegen. Diese Woche geht es wieder ordentlich rund. Heute im Prinzip wieder im Homeoffice gestartet, die ganze Woche im Prinzip planen. Heute um 17 Uhr noch ein Skype-Meeting, morgen dann Termine in Wagner im Live Green Büro drinnen, dann Lions Generalversammlung, vorher noch ein Meeting in der Stadt drinnen, Mittwochtermine, Donnerstag geht es rund, also wirklich diese Woche wieder einiges mehr unterwegs als in der letzten Woche. Okay, das war's für heute Montag und wir hören uns morgen am Dienstag. Dienstag, 25. April, ich bin noch im Homeoffice, weil mein Auswärtstermin heute am Vormittag, den haben wir verschoben auf Donnerstag. Ich wäre im Headquarter von der Live Green in Wagner gewesen, um im Prinzip den Drucker zu installieren. Welchen Drucker? Da hinten steht er. Das ist unser Etikettendrucker, den ich jetzt da am Sonntag eingerichtet und installiert habe. Und mit dem werden wir dann in Zukunft unsere ganzen Pakete nach ganz Österreich, Deutschland und auch international schicken. Ja. Was ist sonst heute noch gewesen? Neben den normalen Daily Business im Homeoffice drinnen. Es war auch gerade die Post da, weil ich habe mir jetzt da einen neuen LED-Beamer bestellt über Amazon. Samstag bestellt, heute schon da. Vorteil war -40% statt 300 Euro knapp 170 Euro jetzt da. Und den packen wir jetzt gemeinsam aus und den testen wir jetzt. Der neue Beamer ist ausgepackt, aber ich habe noch kein Bild auf diesem neuen Gerät zustande gebracht. Ich glaube, das liegt jetzt da am Adapter. Ich habe für das MacBook Pro Touch mir neue Adapter kaufen müssen, aber ich habe immer so ein Zwischenstück, das heißt vom neuen USB-C auf Thunderbolt und von Thunderbolt dann auf HDMI oder VGA. Und ich glaube, an den liegt es jetzt da, weil das nicht direkt zum Laptop reingeht. Ja, weil ich kriege ja mit dem Beamer, mit dem iPad nichts, kein Bild drauf. Aber ich habe jetzt schon mal gemerkt, ich bin mit dem neuen Gerät von der Lautstärke überhaupt nicht zufrieden, weil er ist extrem laut. Deswegen im Vergleich steht hier der alte Beamer. Und es ist wirklich arg, wie laut das neue Gerät ist im Vergleich zu dem jetzt, der wirklich, ich glaube, jetzt 9 Jahre alt ist. Also ich muss wirklich überlegen, ob ich das Gerät behalte oder nicht wieder über Amazon retour schicke.
Einen wunderschönen guten Morgen am Mittwoch, dem 26. April. Wir haben jetzt da 7.42 Uhr und ich bin schon wieder unterwegs. Diesmal in die Stadt hinein zur Wirtschaftskammer. Da gibt es einen tollen Vortrag oder zwei Vorträge über Online-Shops, über die neuen Techniken und dann auch noch über Newsletter-Technik, Newsletter-Versendungen. Und davor um 8.30 Uhr gibt es ein Business-Frühstück zum Netzwerken. Und ich habe heute meine Netzwerkschuhe an, sprich meine gebrandeten Thomas Strahl und Mr. Do-It Schuhe mit den rosa Schuhbändern, mit den orangen Schuhbändern. Ja. Mal schauen, wem das heute auffällt. Und ich habe nur deswegen an, weil es momentan noch trockenes Wetter hat. Ja. Also bei Regenwetter würde ich die nicht anziehen. Für das sind mir die Schuhe einfach zu heilig. Dann gestern tollen Nachmittag gehabt, tolles Gespräch mit dem Andreas Koller gehabt. Habe ich über Xing kennengelernt. Wir haben gestern ein Erstgespräch gehabt, gemütlich beim Café. Einfach mal kennenlernen. Super gewesen. Dann am Abend der Lions Club, Generalversammlung, und auch unser Club ist im digitalen Zeitalter angekommen. Seit heute haben wir eine WhatsApp-Gruppe, die ich jetzt als Admin betreue. Und ich war gestern auch noch bei der Post und habe den Beamer zurückgeschickt, den ich aber Amazon bestellt habe. Also da bin ich wirklich enttäuscht. Und das Gerät hätte ursprünglich 300 Euro gekostet. Jetzt dafür 170 mit minus irgendwelchen Prozenten drauf, aber das war das Geld überhaupt nicht wert. Also da bin ich echt enttäuscht und ja, ich habe wieder zurückgeschickt. Das Tolle ist hier bei Amazon auch, dass man dann die Rückerstattung sehr, sehr schnell alles erledigt hat und damit risikolos einkaufen kann. Ja. So, ich bin jetzt auf dem Weg in die Stadt hinein zum Online-Shopping-Geschichtel. Anderer Termin ist heute abgesagt worden, das heißt, ich arbeite am Nachmittag wieder im Homeoffice weiter. Und in dem Sinne, jetzt schauen wir mal beim Business-Frühstück vorbei. Homeoffice, das Daily Business hat mich wieder und die heutige Veranstaltung war nicht so wirklich der Burner. Auf der anderen Seite wahrscheinlich, weil ich ein Insider im Bereich Online-Shops, Social Media und so weiter bin und auch Newsletter. Also es war nichts wirklich Neues dabei und für mich war das heutige Wissen eher oldschool von den Leuten, von denen vorgetragen wurde. Also mir hat es überhaupt nicht angesprochen, auch nicht in der Bestätigung. Ja. Aber ich habe trotzdem tolle Gespräche geführt, es war gutes Essen dort, sprich vom Frühstück her. Und ja, ich habe dazu zu dem Thema jetzt da auch ein eigenes Facebook Live gemacht. Also diejenigen, die mit mir auf Facebook befreundet sind, schaut einfach bei mir auf der Facebook-Seite vorbei. Ich habe es auch auf meiner Fanseite auch geteilt und da gibt es ein bisschen eine ausführliche Beschreibung vom heutigen Tag. So. Dann hat es eine Planänderung gegeben, weil am Wochenende, am Samstag, bin ich ja mit der Nadine gemeinsam in Salzburg. Wir sind nämlich bei der Veranstaltung vom Direktvertrieb, ja, nämlich 25 Jahre Direktvertrieb, im Prinzip Network Marketing in Österreich. Da gibt es die Veranstaltung von der Wirtschaftskammer mit tollen Referenten, also auf das freue ich mich irrsinnig. Und was ist die Planänderung? Wir fahren am Freitag schon nach Salzburg, ja, und bleiben dann die Nacht draußen und nutzen das Ganze, um auch in Exiterum oder bei Exiterum Salzburg vorbeizuschauen, Unterlagen zum Abliefern, die Filiale zu besichtigen, mit den Mitarbeitern vorher zu sprechen. Also bleiben in dem Sinne gleich draußen und deshalb habe ich jetzt da schon angefangen zu schneiden, den Business Vlog 119, damit ich mit meiner ganzen Zeitressourcen zurechtkomme. Okay, das war's jetzt dafür heute Mittwoch und wir hören uns morgen am Donnerstag. Donnerstag, 27. April. Nadine und ich waren heute wieder fleißig. Wir sind schon um 8 Uhr Richtung Südsteiermark gefahren, waren nämlich im Headquarter der Leaf Green in Wagner und haben dann im Prinzip mit Daniel und auch Carina gemeinsam ein Meeting gehabt, wo es wieder um die Webseite gegangen ist, um Preise für die Produkte und so weiter. Und ich habe auch nebenbei den Etikettendrucker für unsere zukünftigen Baggerler, die wir von der Leaf Green verschicken werden, installiert. Und witzigerweise ist das Installieren bei einem Windows 10 Computer leichter gegangen als bei meinem Apple MacBook am Sonntag beim Testen, ja, und Grund liegt natürlich daran, dass für dieses spezielle Gerät vorrangig Windows-Computer-Treiber
produziert werden oder zur Verfügung gestellt werden. Und deswegen hat er ohne Installations-CD sofort funktioniert. Einstecken, einrichten, zack, geht und das auf Knopfdruck. Und das ist mega cool von der SandCloud, wo man im Prinzip die Logistik abwickeln. Dann das Zweite, ich habe mir Mikrofone bestellt, nämlich für mein iPhone. Das heißt, das kennt ihr vielleicht, das ist im Prinzip der Adapter von Lightning auf Klinke. Ja? Und ich habe jetzt da ein Mikrofon, ja, mit zwei Mikrofonen, also ein Kabel mit zwei Mikrofonen, und das möchte ich für zukünftige Interviews nutzen, ja, weil ihr erinnert euch, ich habe das, den Do-It-Talk gehabt mit der Sophia, den verlinke ich euch da oben drinnen, die den Star Wars Film gemacht hat, und da war ich in einem Kaffeehaus drinnen und wir haben im Prinzip das Mikrofon, das große, das ich habe, in die Mitte gestellt. Hat super funktioniert, aber ja, es hat mich nicht zufriedengestellt. Ich bin der Bilder Perfektionist. Deswegen ist das Mikrofon bestellt über Amazon, ich glaube 15 Euro oder so. Und das werden wir beim nächsten Do-It-Talk testen. Ja, heute Wetter ist richtig bescheiden. Es regnet den ganzen Tag und deswegen mache ich jetzt da heute hier im Homeoffice Schluss. Ich gehe nach oben, heiz den Kachelofen ein und werde dann ein gutes Buch oder werde jetzt im Elon Musk Buch weiterlesen. In dem Sinne, wir hören uns morgen am Freitag. Freitag, 27. April, es gibt eine kleine Planänderung. Ich wollte ja heute noch zu Hause den Business Vlog 119 fertig schneiden. Das geht sich aber nicht mehr aus, weil ich habe gerade ein Skype-Meeting beendet. Wir haben es um 10.30 Uhr und ich bin in meinem Zeitplan etwas zurück. Deswegen, der Business Vlog 119 ladet gerade hoch in die Cloud, damit ich dann am MacBook Pro Touch das am Abend in Salzburg fertig schneiden kann. Was war sonst noch? Gestern Kapitel vom Elon Musk weitergelesen, spitzenmäßiger Content, und ich bin jetzt wieder, glaube ich, um 11:30, 23:15 zum Einschlafen gekommen, und die Nadine hat gestern den Kachelofen eingeheizt, es war gemütlich warm, und wir haben das allererste Mal den Kachelofen anders eingeheizt, ja. Normalerweise legt man das Feuer rein, man zündet unten an, es brennt nach oben. Gestern das allererste Mal Holz reingestapelt, mit groß beginnen, klein nach oben, oben ein Haufen so kleines Material drauf, Holzmaterial, Späne und so weiter, und dann von oben anzünden, dann brennt es von oben nach unten. Hat super funktioniert. Das Wetter hat sich bis jetzt auch nicht geändert, es hat die ganze Nacht geregnet, und jetzt da werde ich meine Koffer vorbereiten, dass wir pünktlich nach Salzburg aufbrechen. In dem Sinne, schauen wir, wie das Wetter in Salzburg ist. Wir sind nun in Salzburg angekommen und auch der Tag neigt sich dem Ende. Nadine und ich sind jetzt im Hotel hier im Ibis Hotel Salzburg Nord, und die Fahrt hierher nach Salzburg war heute wirklich eine Challenge. Bis zum Vorarlbenkreuz ist alles spitzenmäßig gelaufen und ab dann hat der Schneefall eingesetzt. Die Straße war zwar immer frei, aber es war richtig winterliche Verhältnisse, und das Witzige ist ja, genau gestern vor einem Jahr hatten wir den Wintereinbruch in der Steiermark, wo alles abgefroren ist. Ja, also fast genau ein Jahr später, vor diesem 1. Mai-Wochenende, Wintereinbruch. Ja. Dann, was sonst noch gewesen ist, wir waren dann im Exit Room drinnen, haben dort die Mitarbeiter alle kennengelernt, die ich noch nicht kenne. Den Joshua, das ist momentan Dienstälteste dort, dann haben wir noch Facebook Live gemacht. Also auch dort läuft alles wirklich spitzenmäßig. Und ich habe heute auch eine kleine Premiere, ja, weil ich habe heute den MacBook Pro Touch dabei, also das ist mein normaler Laptop, wenn ich unterwegs bin, aber ich schneide heute den Business Vlog 119 auf dem MacBook von unterwegs fertig. Ja, und lade ihn hier vom Hotelzimmer aus hoch. Ich habe jetzt gerade die Bandbreite getestet vom Internet. Ich habe 3 Mbit Upload. Ja, also ich hoffe, dass dann der Business Vlog doch relativ rasch hochgeladen ist. Ja, und der Vorteil ist, wenn man mit seiner eigenen Frau unterwegs ist, ich habe dann eben gleich
Süßigkeiten stehen. Ja? Das heißt, wenn ich Hunger werde, dann kann ich im Prinzip noch ein bisschen was essen. Essen, ja, wir waren jetzt gerade drüben bei McDonald's. Also wirklich gesund Abend gegessen haben wir nicht wirklich. Okay, das war's für den Business Vlog 119. Wenn es euch wieder gefallen hat, würde es mir irrsinnig freuen, Daumen nach oben, Kommentare hinterlassen, welche Videos ihr von mir noch sehen möchtet. Ja? Und da freue ich mich natürlich immer wieder über ein Abonnieren, sprich wenn ihr meinen Kanal abonniert, damit ihr keine Folge in Zukunft versäumt. Morgen bin ich beim Direktvertrieb, das heißt auch dort werde ich mit bei dieser Veranstaltung hier in Salzburg. Und in dem Sinne, danke fürs Dabeisein und wir sehen uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, euer Thomas.